Welkom nur mentale Gesundheit. Das ist ein Podcast, wo wir über unsere innere Person reden wollen. Wir sind drei Therapeuten, die hier im Sanatorio Lucy Vida in Caguazú, Paraguay arbeiten. Darlene Friesen, Orlando Epp und Egon Zawadzki. Wir laden die noch diese Programme ein, die die halbe Szene, die selbst Beta Chana zu lernen oder andere Menschen Beta zu verstehen. Ich will wieder darüber reden, dort mit Egon und Darlene. Über die Wichtigkeit, von, dass wir uns als Ältere können klarer werden, wie wichtig das ist, dass wir mit den Kindern, die Gott uns anvertraut hat, dass wir mit den Lehrern eine gute Bindung, eine Beziehung zu haben. Willkommen zum Programm, Egon und Darlene. Dankeschön. Danke. Mein Name ist Orlando und so, das ist, was ich gesagt habe, wie wir uns ein bisschen beschäftigen mit dem Thema von Bindung. Aber ganz besonders Bindung im ersten Jahr von einem Kind. Mhm. Eine Sache ist, was ist das für eine Bindung, zum Beispiel, wenn ich ein Paar oder ein Paarchen, ein Jungen, ein Mädchen verleibe, dann ist zwischen denen eine Art Beziehung oder eine Bindung, das will ein Bild sein. Mhm. Habe ich vielleicht noch andere ähnliche Bilder, die uns helfen können, das zu verstehen? Ja, ein anderes Bild ist zum Beispiel, wenn ein kleines Baby gerade geboren ist. Hm. Und das ist ganz abhängig von der Mutter. Das braucht noch ganz die Mutter. Ja. Und da ist eine sehr starke Bindung in dem Moment. Ja. Mhm. Nicht bloß in dem Moment, aber in den ersten Jahren vor allem. Mhm. Ja. Und das hat auch zu tun mit Taubingen. Ja. Oder ist, wir haben nicht mit allen Menschen, die wir eine Beziehung haben, haben wir eine Bindung. Das wird nochmal, das sind zwei verschiedene Sachen, würde ich sagen. Das bedeutet nicht, dass ich mit Oma kurz eine Bindung habe. Oder dass ich mit Mama kurz eine gute Bindung habe. Das ist hier, da wir nachher noch darüber reden kriegt. Mhm. Aber das ist uns verbindet wird. Wir haben eine gewisse Abhängigkeit voneinander. Aber das ist nicht eine Abhängigkeit im negativen Sinn, sondern gemeinsam habe ich Wort. Ja, wir haben gemeinsam, ja, gerade. Ich denke, was wichtig zu erwähnen ist, dass wir sind so gebüht als Menschen, und besonders auch die Kinder und die Babys, dass die in ihrem Hort die Kinder in Bindung, in Verbindung sind mit den Eltern. Und das ist auch der Grund, warum die Menschen gibt. Und warum Gott auf Menschen gebüht ist, um diese Verbindung zu fördern. Ja? So lesen wir das in der Schrift, immer wiederholend. Aber im 10 Jahr alle, wenn die Babys da sind oder eine Schwangerschaft, dann fängt an, eine Verbindung sich zu entwickeln. Und die ersten Jahre von einem Kind sind so sehr wichtig. So, Darlene, woran oder was ist wichtig in diesen ersten Jahren? Weil ich denke, besonders an diese Verbindung zwischen der Mama und dem Papa und dem neuen Kind. Ja, das ist was ganz, ganz wichtig für die Entwicklung vom Kind. Ja. Dort die sieht, zum Beispiel, wenn ich eine Mama check, erstens ist es so, die Mama checkt nur das Kind und sieht ein Lachen. Und das Kind checkt träge und fängt an zu lachen. Mhm. So, wie weit ihr, dass jeder Baby wird geboren? In der ersten Etappe, der ganz ersten Etappe, sagt man dann, das Kind ist ein Autismo Primario. Das Kind lebt in seiner eigenen Welt. Der denkt, der hat den Brust erschaffen, der denkt, das ist alles mein, das ist alles ich. So, der hat noch nicht diesen Kontakt, das ist Mama und das ist ich. Mhm. Dort lernt er mit der Entwicklung, mit 3 Monaten ungefähr, und ihr habt all einen anderen Intercambio zwischen Mama und Baby, als am Anfang. Ganz am Anfang sieht dort vielleicht wenig Blickkontakt mit Mama. Und dann, mit 3 Monaten, fängt er all dollar diesen Blickkontakt zu merken und fängt an zu lachen, wenn Mama irgendwas in die Rüge merkt mit Müll oder was auch immer. Und hier fängt dann der Intercambio an. Da fangen die an zu verteilen. Das sind noch nicht wir, aber Mama und Kind fangen an zu verteilen miteinander. Mhm. Und das Kind versteht, Mama nennt mich ernst. Ich sehe für Mama wichtig. Und dann in Stützeluta
fängt das Kind an, das Lachen wie Mama zu sagen. Mhm. Nun braucht Mama nicht mehr und ich steht, das Kind zum Lachen bringen, sondern das Kind fängt an, Mama war da zum Lachen zu bringen. Und für sich, dort diese Bindung, was sie am Anfang hören, der Stuhl noch bleibt. So, was ich hier von dir ist, um diese Bindung oder Verbindung gibt mit der Mama, auf der Mama und der Papa eine sehr wichtige Abgabe. Wenn mein Papa nicht mitarbeitet, dann gibt es eine Bindung. Ja. Dann läuft er was ladig. Was wir als Eltern, was wir als Eltern können abfallen. Mhm. Habe ich dich richtig verstanden? Du hast mich richtig verstanden. Und du willst erst gleich dort sein. Mhm. Das bedeutet nicht, wenn ich körperlich dort sehe, bin ich Kind und das vielleicht alles je, was das braucht. Das bedeutet nicht immer, dass ich dort sehe. Das bedeutet nicht, dass ich Interesse habe an das Baby. Mhm. Oder was auch immer. Braucht Baby, ein Kind für eine gute Entwicklung, braucht das Interesse. Ich interessiere mich wirklich für die. Das ist mit den Gedanken auch ganz da sein, ja? Krieg. Mhm. Und Fragen erst da, zum Beispiel früh sind sehr getrost und sagen, mein Kind, das ist so schmack, das kann ich so lange allein in den Schlupfstuhl lassen. Mhm. Dann bei mir dachte dann die Alarmsignale, ja? Die Alarmsignale und ich denke dann, nee, das dürfte nicht, weil es Krieg dort Baby was sich am wenigsten malt. Und so braucht umso mehr diese Bindung, in dass Mama das Kind sieht. Dass Mama das Kind sieht, diese Interaktion sieht. Wenn sie schneller das Kind ist, so ruhiger das Kind ist, so gefährlicher ist es am Anfang, dass das Kind im Autismus stecken bleibt, oder was auch immer. Ja? Dass dort streckt die durchte Entwicklung. Und du hier, das ist so wichtig, dass die Mama mitarbeitet, dass die Mama und Papa mitarbeitet, nicht bloß das Kind wirklich, dass die Folge wird, ist mir sehr wichtig, weil sie nicht, was du brauchst. So, wie wir es vorstellen sind und was sehr fein sind, auch an dem, was wir dann fordern, in Verbindung. Krieg, nicht bloß unge allein im Sättchen setzen lassen, sondern immer war das in Kontakt sehen. Ja. Was sind Formen, oder wo kann man diese Droht, diese Verbindung fordern, Egon? Ja, von der Sache, die Darlene nu al sieht, kann man sehr gut erzählen, dass die ersten Jahre von der Kindheit dort sehr formativ sind. Ja? Es ist dort, wo wir als Menschen geformt sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dort, was dort passiert, dort bleibt dann im Leben, dort bleibt. Bleibt backen, können wir vielleicht sagen. Ja? Dort ist nicht so furzweich. Ja? Wie viele Jahre lebst du, wenn du redest von der Kindheit? Redest du, wie viele Jahre hast du dann im Kopf? Na, dort wird auf Spanisch sagen wir Präadolescencia, sowieso, und dann auch noch wieder, aber die ersten 2 Jahre, dort sind für diese Bindung, was wir ganz am Anfang sehen, sind die ersten 2 Jahre sehr, sehr wichtig. Sehr fragen Leute, wie, naja, aber dort ist noch ein ganz kleines Baby, der versteht ihr noch versteht nicht oder meint ihr noch nicht. Aber dort Baby, dort meint viel mehr aus wie Glaube. Ja. In den ersten 2 Jahre definieren sie ein bisschen, wo die Beziehungen von diesem kleinen Mensch sein werden in der Zukunft. Ja. Dort kann sich immer noch ändern, kann sich auch noch verbessern, auch verschlechtern, sozusagen. Aber in den ersten 2 Jahre, sagt man, sei die Studien, sind die wichtigsten. Ja. Da fängt auch ein Buch an, wenn es dort liegt, das Baby die Mutter und Tane. Und da fängt die ganze Beziehung auch wirklich an. Und da sind 2 Sachen, die sehr wichtig sind, eine Rolle von der Mutter. Einmal ist dort das Baby oder das kleine Kind liegt, dort bei der Mutter, meine Mama ist das sichere Nest. Das ist eine Sache. Und das andere ist, dort ist die sichere Hove. Ja, wo ich hinkommen kann, wenn mir was fehlt. Aber vielleicht erst, was bedeutet dort ein sicherer Nest zu sein? Ne? Dort ist, dort das Kind sich bei der Mama, bei der Mutter so sicher fühlt, dort es sagt, ich kann von hier weichkrüppeln, raufkrüppeln vom Schoß, ja, und ich kann exploraren gehen, ich kann spielen gehen, ich kann Sachen ausfinden, wenn ich weiß, meine Mutter ist da. Mhm. Ja? Die zieht mich zu und die freut sich darüber, wo ich wo ich spielen darf und was ich alles ausfinden darf und so weiter. Und sie unterstützt mich
wird echt nu dat zeetje da in seine da wat in meine Welt alles te finden is. Dat is op eine Seite. En dan spielt dat kind Rahmen, dat kind weit op dat sichere Nest, meine Mutter, die post op mich ab. En wenn ich halb brok, dann wird er mir auch halb bekommen. En die freut sich über mich. En dan kommt die andere Seite. Manchmal habe ich bestimmt Ältere, die kleine Kinder haben, oder auch die nicht Kinder haben, aber habe das beobachtet, dort manchmal Kinder, die kommen an die Mama oder an den Papa, ganz kalt. Und dann frage ich die Mutter, was fehlt? Und dann dran, das Kind war wach. Ja? Dort bis jetzt sehr vorgen, beim Alter zwei Jahre alt und wieder, wenn das Kind will bloß einmal noch weiter, best sind einmal noch da. Ja? Das dort braucht einmal diese kleine Sicherheit und dann dran dort wieder. In Well wieder spielen, ja. Und da ist es das sichere Hove. Sag ich mal so? Ja. In Hove, dann redet sie, dass es steht, wo der gerade Schäber oder Schäb hinkommen kann. So, wenn es am Wetter windig ist, in gerade Wale, dann kommt der Schäb nach der Korn kommen, du hast die Sicherheit. Davon redest du gleich. Exaktamente. Ja? Wenn es am Wetter gefährlich wird, dann wird der Schäb für sich in einem Hove zuvor. Ja. Ja. Ob Dietsch, Hochdietsch, also ein sehr normales Konzept von der sichere Hafen zu sein. Ich glaube, dort sagt er sogar eine Bibel, redet davon. Und dann brücke diese Kinder dort, um sicheren Hafen zu kommen. Und zu sagen, ich will dort, wann ich nur die komme, dann will ich dort, du mich willkommen seist. Ja. So ist dort, du mich sitzt, dort du sitzt dort, ich spiele da, dort du sitzt dort, ich die bloß einmal ganz kurz brücke da. Ja. Manchmal ist es ein bisschen länger, manchmal ist es ganz kurz. Und ich brauche, dass du mich beschützt hast, dass du mich treust sollst, dass du die Wader mit mir freut hast. Und manchmal, wenn irgendwas passiert ist, dass ich irgendwie an sich erfülle, dann brauche die Kinder dann auch, dass die Mutter helfen wird, die Feile zu organisieren an mir dort. Ja? So ist irgendwas ist passiert, in Kenia feilen auch das erwachsene Menschen, aber sie wissen ja noch nicht, was dort bedeutet wird. Sie wissen manchmal noch nicht, wo sie dort zuordnen sollen oder was sie gerade feilen. Ja. Und dann kommen sie zu der Mutter, und die Mutter da ist eine Aufhängigkeit von der Mutter im Bett, und die Mutter soll dann halten, dort zu erzählen. Ja. Bist du traurig? Hast du die geäuert? Oder was ist passiert? Und ein bisschen Aufmerksamkeit braucht das Kind dann. Und wenn das Kind dort schreit, dann geht dort schwinden, dass das Kind war da das sichere Nest empfindet hat und war da spielen geht. Ja. Wenn das Kind aber meint, nee, ich schrie nicht, ich wollte nicht geholfen, ja, ich schrie nicht diese Aufmerksamkeit, ich schrie nicht, dann bleibt dort. Und manchmal versieht die Mutter, als sie vielleicht sei ja um andere Sachen tun und dann will sie auch loswerden, das Kind, ja, aber dort bleibt länger. Aber wenn die Mutter, meistens wenn die Mutter sagen, ich will mich eine Minute für das nehmen, dann wird es schwinden, wenn das Kind sagt, nicht sie, ich war sicher, dass das Spiel kommt. Okay, da wo du die Neuigkeit sagst, sind zum Beispiel die Bedürfnisse vom Kind zu sein und zu stellen. Exaktamente, ja. Zu erzählen, dass die Mutter erzählen kann, was braucht mein Kind nun. Ja. Dort braucht das Kind in dem Moment. So, das ist sehr wichtig, dass die Mama und auch die Papa das Kind endlich schauen. Das wird mit jenen, die Gune, was manchmal hier in diese Bindung, in Verbindung, wo sagen, man kann ein Kind in den ersten ein, zwei Jahren eigentlich nicht verwarnen. Viele hier sagen, naja, weil Kind bist nicht zu lange heulen, wenn es dann wird verwarnen. Bist nicht zu dich bekommen an mir, wenn es dann mal immer bei mir beschützt wird. Und endlich, was ich von dir hier Gune ist, dort ein Kind kommt jeden um sich herumhoben, jeden oder Mama, jeden oder Papa. Weil ich übergleife, ich habe Angst, die Kind zu verwarnen, dann will ich die Kind von mir wegschieben. In einem Kind bin ich dann dort gefeilt, okay, jetzt sind nicht ganz willkommen hier, er muss ein bisschen. Und dann sind wir, naja, und dann sind alle Worte in der Fülle so leicht, dass sie vielleicht nicht lost oder anneidig in der Familie. Ja, wenn es irgendwie das Gefühl von. Ja. Und desto weniger die dort feilen, dass sie angenommen wurden, desto mehr wurden die dort sehen. Ja. Ja. Und irgendwann hören die aber ab, mit den Eltern zu sehen. Ja. Dann sehen sie die woanders. Ja. Ja. Und, aber ich glaube auch. Dann ist da vielleicht eine Tante, die für die eine Sache hoch ist, oder ein Onkel, oder was auch immer. Ja? Dann ist das aber immer nicht mehr Mama und Papa. So, ja. Dann sieht das unterwegs. Ja, und manchmal, wenn sie zuvor dort erlebt haben, in den ersten zwei Jahren dort,
meine Mama ist nicht, meine Mutter ist nicht für mich da, wenn ich sie brauche, dann lehre die Menschen, dann, dort lehre die dann für andere Menschen auch, für andere Beziehungen. Ja. Menschen sind nicht für mich da, wenn ich in Not sehe. Ja. Und dann können die sich an sich nennen und da lehre die sehr erfolgen dann auch. Die Pfeile sind was schlachtet. Ja. In der Älteren sei manchmal die Kinder machen sich selbst weiter. Das sind dann, so ist die erste, sie sind sehr stolz. Mein Kind, der droht nicht, der schläft ganz allein oder der spielt immer bloß allein. Der kann feiern 5 Stunden, kann ein 3-jähriges Kind allein spielen, der kämpft nicht nur mich. Ich würde auch sagen, naja, aber irgendwas stimmt da nicht. Ja. Das hat bei dir, bei der Mutter, vielleicht nicht die Sicherheit gefunden. Mhm. In wie viele Stunden auch, wenn wir diese Sache sagen, dort eins hier, wo das Haarchen da, ne, die können dann mit einmal machen, dass sie selbst betroffen sind. Ja. Dort vielleicht der eine Kinder oder man selbst aus dem Kind weh, nicht diese Sicherheit gefunden hat bei den Eltern. Mhm. Und dort ist ein sehr sensibles Thema, glaube ich. Aber dort ist, wo wir dort lernen können, und dort, was wir dort lernen, in diesen ersten paar Jahren, dort ist auch, dass wir andere Beziehungen anwenden, wenn wir erwachsen sind. Ja. Mhm. So, eine andere Form von dieser Verbindung fordern, ist auch das Kind auf die Schuld nehmen. Ist das auch wichtig, dass Kinder auf die Schuld setzen, beim Papa, bei der Mama. Ja. Ich denke, das ist auch eine wichtige Sache davon, ja? Und wie der Hütkontakt und so wird, wenn sie den Hütkontakt und dich beim Papa auf der Brust legen oder bei der Mama auf der Brust legen oder dich individuell lebt, das ist auch eine sehr wichtige Sache von Verbindung. Ja. Da fällt mir was ab. Kann ich das sein? Da fällt mir das ab, zum Beispiel über diese Bindungstheorie, das ein Gordon Neufeld hat, der sagt von, redet von 6 Stufen von Bindung. Mhm. Der sagt zum Beispiel, in dem ersten Lebensjahr ist es so sehr wichtig über die Sinnen, gerade das Orlando auch sieht. Dann ist es so wichtig, dass das Kind all im Buch kannst du das stimulieren, aus der Mama nur sehr ein Buch streichelt, er auch redet mit dem Kind. Und dann, wenn es herrührt ist, dann kann es die Ricke, dann kann es die Sperre und lehrt die Zähne durch die Sinnen. Dort ist dann die Bindung wirklich herstellt zum Kind. Da ist es sehr wichtig, dort Säune, dort dass das Kind nur kämpft, ja. Mhm. Und dann würde man her sein, wenn es erst 2 Jahre wird, dann verändert sich das auch weiter. Dann ist das zum Beispiel, das Kind will die nur merken. Das Kind fängt sich und so zu benehmen als Mama, oder spielt auch Sachen, was Mama im Alltag tut. Dann ist es dadurch, dass existiert Mama. Mhm. Und dort, für die Mama steht, oder dort, für dort, wo Papa steht, dort ist Gott. Und dann gibt es eine sichere Bindung. Oder versiegt das nur zum Rocker. Und dann nachher wurde zum Beispiel ab den, wenn es Feier oder 3, von ab 3 Uhr, würde man sagen, vielleicht, ist loyal. Zum Beispiel, dein Kind kann mit dir alle Geheimnisse haben. Dein Kind will dort Tüß haben, wie das so, und ich stufe dort ein, wo wir dort Tüß haben. Mhm. Oder ich sei auch dort, wo ich Tüß gelernt habe, das ist die Wahrheit. Oder es fängt an, diese Teugehörigkeit zu sein. Zum Beispiel, ich gehöre zu diesem Kreis von der Familie. Oder ich gehöre zu dieser Familie. Mhm. Und dann ab Feierjahr wurde zum Beispiel von der Gefeil sein, dass ich sie ernst nehmen will. Oder ich sie wichtig. Ich war ihr Sohn. Der Kind von 4 Jahren weiß die vielleicht sehr viel, Mama, ich kann all das in dort in die Hand. Dann sage ich, immer, Mama, schick mal. Dann drückt immer wieder diese Bestätigung, ich gehe hier dazu. Ich sehe zugehörig. Und ich kann Sachen und ich war unerkannt für dort, wo ich kann. Und dann ab 5 Jahren wurde dann von Gefühl her, von der Verbindung, von der Zuneigung, von Liebe und Wärme, das ganze Paket so integriert haben. Ungefähr. Mhm. Das sind ja sehr passende Punkte, der nämlich sehr in der Strecke, wo ich gerade von dir geredet habe. Ja. Ich dachte nur, ihr steht, man kann ein kleines Kind, 2 Jahre alt Kind, bei 2 Jahren nicht verwarnen. Und dann brauchst du das Beispiel von Abbeschild, das Kind hole. Eine andere Sache ist, wenn es die Nacht heilen wird. Ja. Ja. Und wir sagen, nee, das Kind muss das lernen, sich allein zu weiten. Ob ein kleines Baby, das ist 9 Monate ganz in Sicherheit gewesen bei der Mama und bei der Mutter und kann dort
sperren und kontaktieren die Mutter und alles. Und dann mit einmal ist es eine dunkle Welt ganz allein. In einer Stuhl, andere Stuhl, und dann hielt er. Mhm. Und ja, der lehre dann zu schlucken, ohne zu heilen. Aber was sie wirklich hat auch hier, lehre dann es, meine Mutter ist nicht für mich da, wenn ich sie in der Nacht brauche. Mhm. Ja. Und dort ist dann Lothar auch so, ja. Meine Frau oder mein Mann oder was auch immer ist nicht für mich da, wenn ich die schwere Tide gehe. Das ist die Nacht, dann hat Tina Angst, das wird ganz normal. Erwachsene Menschen haben auch mal Angst, wie in diesen Situationen. Und bei Tina ist es manchmal vielleicht die Nacht, ja. Und dann brauchen sie auch das halbe Haft. Ich glaube, das hat nicht mit Verwandten zu tun, das hat mit Beziehungen zu tun, mit halbe, wo man Fehler tät und was dort bedient, was man Fehler tät und so weiter. Ja, ja. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ich habe mal ein Gespräch, ein Foto, wie ganz möglich, mit dem Pferd, das Kindbaby 2 Jahre alt, wie heute einmal die Nacht predigt, wenn es eine hilde Nacht bloß. Und wieder so, weil dort ein kleines Kind, das braucht die Nähe, das Kind ist nicht ungehorsam der Nacht, das braucht vielleicht die Hülle sein, vielleicht bei der Mama an der Brust, wenn ihr leicht wurde, was immer. Nicht dem geschlagen wurde der Nacht. Und so, ich war da am Einkommen mit dem Programm, aber du hast so viel mehr zu sein, und ob ich dann in andere Programme wieder entwickle. Es ist noch vielleicht eine Sache, die ich möchte noch kurz erwähnen, wo ich nun gerade auf dem Hotlicht aufrundend. Ja, die Sache, warum der kleine Kindheit so wichtig ist, ist dort eine Kindheit, wo wir so sehr erfahrend und dort, wo wir dann lernen, dort nehmen wir dann, Kinder nehmen dort ab aus. Mhm. Das ist die Wahrheit. Ja. Wir erwachsen, wie Kinder dann sehr fucken, all im Bett darüber nur denken und sagen, ah nee, das ist nicht unbedingt die Wahrheit, das ist bloß meine Gedanken, das ist bloß, was ich feile da oder so. Und wie Kinder da ein bisschen Unterschied machen. Aber Kinder nicht, ja. Dort, wo man den gesagt hat, oder wo man den sagt, dort nehmen die Kreuzes dort an. Yeah. Und dort gravieren die an ihre Gedanken, dort blüfft du. Ja. Mm-hmm. Das ist, wenn ein kleines Kind dann sagt, du bist ein Dummkopf oder du meinst nicht, dort ist nicht dann, ja, wie Kind dann, naja, bloß in diesem Moment, wie ich äuerlich und dann seht ihr dort. Ja. Oder für den Kind ist dann, ich sehe dumm. Ja. Und dort blüfft Zettel. Mm-hmm. Ja. Deswegen sind diese Jahre gerade so wichtig und deswegen wollen wir darüber noch reden. Ja. Ich denke auch, zum Beispiel, wie das so lange noch sehen, wie können dort wieder entwickeln in anderen Sessionen. Wenn man sieht, zum Beispiel ganz besonders bei Tschinger, das hat so eine große Rolle und so einen großen Unterschied. Tschinger, weil er fragen, spielt dich nicht Teile? Und wie sei die Mats über Teile? Mhm. Aber manchmal kriegt man das Gefühl von Zugehörigkeit zu haben. Brücke die Tschinger, dass die Tschinger vielleicht mal einspielt, ich weichleihe, für sich allein. Und dort nicht unbedingt mal zu teilen. Mhm. Wenn du den Tschinger lernen teilen, das sollte auch freiwillig sein. Ja. Mhm. Und so eine Sache kann man auch so sehr einnehmen und sich anschicken. Mhm. Aber ich denke, das ist sehr gut, wenn wir verstehen, was Bindung bedient und wie wichtig das ist. So, ich bedanke mich für eine sehr gute Mitarbeit. Und ich kann nicht warten mit dem nächsten Programm. Das ist noch sehr viel mehr, aber wir wollen mitteilen und verteilen. So, danke schön, dass ihr dabei wart. Und wir wünschen dir einen guten Tag. Danke schön für Tauhörchen. Wenn du dich bei uns melden willst, kannst du dort jeden über WhatsApp teilen. Die Nummer ist +595 975 333 777. Wir freuen uns darüber, wenn Sie Teilmarsch verschlohnen oder uns Kommentare lassen. Bis nächstes Mal.